Wir sind hier in der Evangelischen Kirche in Oberweidbach, hier heute zum Gründonnerstag. In meinen Händen habe ich Brot und Wein. Jesus hat am Gründonnerstag das Abendmahl eingesetzt, was wir bis heute feiern. Er war mit seinen Jüngern zusammen dort in Jerusalem. Sie haben ein Passamahl gefeiert und durch besondere Worte ist aus diesem Passamahl unser Abendmahl geworden, mit Brot und mit Wein. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das ein Mahl, ein Essen der Gemeinschaft, der Freude, der Dankbarkeit. Ein Mahl, wo wir gesegnet werden, wo wir uns an Jesus erinnern, wo wir Schuld vergeben bekommen und wo wir erfreut und bestärkt vom Abendmahl in eine neue Woche hineingehen. Hier in Oberweidbach, ganz bald werden wir hier das Abendmahl wieder feiern. Wir hören Musik. Donnerstag und das Abendmahl, wir sind gesegnet, bestärkt und bereichert. Gott segne euch. Er segne und behüte euch, er sei bei euch heute und morgen. Er schenke euch Frieden im Herzen und mit anderen. So segne euch Gott. Amen.